Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Das stimmt nicht, denn wir spielen Rome Total War Remastered. Entschuldigung, ich habe gerade die Tier Challenge von Rome Total War 2 aufgenommen. Deswegen habe ich das noch so intus hier anmod. So. Aber ganz ehrlich, also wie gesagt, gerade habe ich Rome Total War 2 gespielt und die Musik hier in Remastered ist so schön. Ich komme nicht klar. So, hier, wir sollen, stimmt, wir sollen die angreifen. Das gefällt mir gar nicht so, weil wir sehen auf der Karte, Gallien ist halt riesig. Also die gehen bis hier runter. Das ist ein bisschen heftig. Ich will mal sehen, wer hier ist. Also hier sind noch die wie heißen die? Wo sehe ich das, wie die heißen? Transalpinen, okay. Okay. So. Auf jeden Fall, wir sehen ja das ganze Gebiet jetzt von denen auch, weil wir mit den Karten Informationen ausgetauscht haben. Das ist ganz praktisch. So, wir wollten hier die da noch. Plätten. Ja, genau. Bevor wir dann den Galliern den Krieg erklären. Wir haben minus 51, das ist ganz gut. So, dann machen wir mal weiter. So. Übrigens, ich werde demnächst, also ich versuche demnächst ein neues Projekt zu machen, und zwar werde ich ein Video machen zu den Mythen und Fakten über Sparta. Also ich werde mal so, ja, es kurz halten, so 10 Fakten über Sparta, weil neulich habe ich wieder ein Faktenvideo über Sparta gesehen, das ja, nicht stimmt. Und davon gibt es extrem viele. Also es ist ja nicht so, dass Sparta, dass man Sparta halt ganz genau erforschen kann. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Mythen und so weiter, aber die Mythen dann als Fakt zu nennen, ist schon so eine Sache. Damit tue ich mir schwer. Und vor allen Dingen, ja, wenn man, also viele von denen, die solche Videos machen, die wissen es ja nicht besser, beziehungsweise sie denken, dass sie es, das stimmt, was sie sagen. Es ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Aber dass sie das dann als Fakten oder Wahrheit darstellen, ist so ein bisschen und bei solchen Videos immer aufpassen. Schaut mal in den Video, in der Videobeschreibung nach, ob derjenige oder diejenige ein also Quellen angeben, und wenn so, also bei vielen stehen gar keine Quellen da. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Das heißt, wenn ich gegen Gallien antrete, ist Karthago nicht ganz so davon erpicht. Genau. Bei vielen stehen nicht mal die, die Quellen da. Also die sagen das nur. Und bei vielen, also bei denen Video, das ich hier vorhin geschaut habe, oder neulich, stand halt bei der Quellenangabe Wikipedia.
Und da kann man dann auch schon sehen, so, ja, also wenn Wikipedia die einzige Quelle ist, ja, ich meine, bei Wikipedia kann ja jeder was hinschreiben und dementsprechend ist das nicht so schlüssig, beziehungsweise bei Wikipedia steht tatsächlich manche Sachen drin, die stimmen. So zum Beispiel, dass was stand drin, was gestimmt hat? Ich glaube, das mit der Baby-Tötung oder Kindsmord, falls die irgendwelche Fehlstellen haben oder so, oder Missbildungen. Genau, und das stimmt an sich, ja, aber es ist nichts Besonderes. Also das war in jeder großen und auch kleinen, wie nennt man das? Also die Römer haben es gemacht, die Ägypter, die Seleukiden, die und so weiter. Also und auch alle anderen Griechen und so. Und das ist halt also was nicht besonders war. Also genau. Aber wie gesagt, seid gespannt. Da wird demnächst oder bald ein Video kommen. Und auch ich habe ja unter anderem sehr viele historische Bücher gelesen und auch sehr viele Dokumentationen geschaut, wobei man da wirklich auch aufpassen muss, weil es gibt viele Dokumentationen, die auch unwahr sind, also die einfach nicht stimmen. Also, die dann den Film Die 300 als Quelle haben, so gefühlt. Also, ja, da muss man auch sehr aufpassen. Aber wie gesagt, ich werde Quellen angeben, die, die nicht nur aus Wikipedia bestehen, sondern aus sehr guten Doktoren und so weiter und Professoren. Genau. Aufständische Sklaven mögen vom Sieg träumen, doch wir sollten sie lehren, sich zu den Peitschen ihrer Herren zurückzusehnen. Es sind wandelnde Tote. Die wurden aufs Schlachtfeld getrieben, wie Vieh zum Schlechter. Ich habe noch nie. Ja. Also solche Ansprachen sind zwar cool, aber die sind viel zu lang. Solche Ansprachen sind an sich richtig, richtig cool, wenn es eine fette Armee ist, finde ich. Aber naja. Gut. Die Bogenschützen und die und Triari. Okay, also er hat es sogar so aufgestellt, wie es stimmig ist. Finde ich sehr lustig. Also sehr cool auch. So, Hastati. So, ich stelle mal die Hastati hier auf. Also. So, Schlacht starten. Ah, verdammt. Okay. Also ein bisschen schwer. Warte, wo sind denn die? Da oben. Lol. Da oben sind die. Also, das überrascht mich sehr, weil das ist eine sehr gute Aufstellung von ihm. Beziehungsweise, also, es macht halt sehr viel Sinn, da hätte ich mich auch aufgestellt. Zweimal Hastati und einmal Elites. Also so hat er halt eine sehr viel größere Reichweite als normal, wenn er da oben steht.
Musik erinnert mich ja gerade ein bisschen an Star Wars sogar. Die Hastati. Hier kommt er, hier kommt dahin. So, let's go. Ihr hört bitte auf zu schießen wegen Friendly Fire. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Oh, ja, okay. Rom verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ja, Überlebende 2-8... Warte, hat er so viel getötet? 7, 8, 13. Warte, eingesetzte. Warte, das verstehe ich gerade nicht. Eingesetzte Soldaten 372 und Überlebende 298? Warte. Entschuldigung. Das bedeutet ja, dass er 74 Leute gekillt hat. Verluste zugefügt. Verluste Einheit. Okay, das ist merkwürdig. Verluste Einheit. 0. Ah, Verluste erlitten, da in der Mitte. Hier. Ah, okay. Hastati, 29. Ah, Verluste geheilt. Gott, Tobi, lesen, ne? 29, 14, ja, also der hat mir schon einen Schaden gemacht. Aber das waren die Velites. Höchstwahrscheinlich. Die so reingehauen haben. So, auf jeden Fall haben wir hier schon mal genau, was ist das denn? Eine Art zusammenfügen, ja. Damit kann man dann die also wie bei Rome 2 kann man die dann zusammenfügen, ja. Gut. Leibwächter. Werte. Der hat sehr gute Seitenanführer, 2 Einfluss, Kommando, Person, guter Kommandant, Kommandantentalent, 1 Kommando, 2 Kommando, Kommando bei der Verteidigung, perfekter Politiker, 3 Einfluss, 15 Beliebtheitbonus, guter Bürokrat, Verwaltung, Gesetz, der finstere Einverwaltung, was? Das Benehmen und der Lebensstil dieses Mannes sind hart und erbarmungslos. Nächtlicher Kampf. Diese Einheit ermöglicht den General bei Nacht zu kämpfen. Dieser Mann kann Nacht anführen. Bei Nacht. Das ist ja nice. Anhänger, alter Gefolgsmann, Verwaltung, Sklaven, Überläufer. Kommando bei Kampf gegen Aufständischen. Aufständische, okay. Aha. So, das ist ja nämlich hier natürlich etwas anders als bei
Okay. Sind bereit. Kommst mal zurück. Erwarte eure Befehle. Weiter geht es nicht. Achso, ja, stimmt. Den habe ich schon gemoved. Den habe ich schon gemoved. Wir haben 100. Und eine Ausgabe 4,6 und Einnahme 4,5. Das ist natürlich richtig madig. Ein geeigneter Gatte. Dieser Mann ist ein geeigneter Kandidat für unsere Familie. Möchtet ihr, dass er eure edle Tochter heiratet und wie ein Sohn für euch wird, bereit, eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen? Ja. Nehmen wir mal an. Volljährig. Mulius Julius. Okay, Gallien. Agent entdeckt. Doch er konnte fliehen. Man sollte ihn jagen und seinen Leichnam als Warnung für den vor dem zur Schau stellen, was mit jenen passiert, geschieht, die sich gegen die guten und ehrlichen Römer verschwören. Ja, ja, die guten und ehrlichen Römer, ne? Hochzeit. Sehr schön. So. Gefolge vergrößert sich. Sklavenüberläufer. Rundenbericht. Plus 153 ist natürlich mega madig. Mega madig. Ihr erhaltet eine Einheit Triaria. Ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Gefahr eines Aufstands. Arentium. Die öffentliche Bevölkerung. Entschuldigung. Die öffentliche Ordnung nimmt ab und ohne ein Einschreiten kann es zum Aufstand kommen. Werft einen Blick in die Schriftrolle Siedlungsdetails und schaltet nach Gründen und haltet nach Gründen dafür Ausschau. Vielleicht müsst ihr neue Gebäude errichten, um das Chaos zu vermeiden. Kurzfristig könnt ihr auch durch Aufstocken der Garnison für Recht und Ordnung sorgen. Ja, das ist natürlich Siedlungsdetails. Schmutz minus 15, Steuerstrafe minus 20. Hoher Steuer. Das Ding ist ja, wenn ich den Steuersatz niedriger mache, also Steuereinnahmen, dann ja. Da habe ich noch weniger Einkommen als die 100 irgendwas, die ich gerade bekomme. Was eigentlich echt lustig ist, interessant, ist, dass die Agenten oder also Diplomaten und so weiter und so fort von Armeen aufgehalten werden. Und andersrum auch. Also die Armeen können ja nicht irgendwie dran vorbei, was sehr seltsam ist. Drücke die Rücktaste, um die Fortbewegung eurer Charaktere auf der Kamera zu stoppen. Rücktaste. Ah ja. Okay. Weg blockiert. Ah, das ist also blöd. Naja. Krieg erklärt. Armenien und das Seleukidische Reich. Okay, das ist interessant. Rundenbericht. Okay, wir haben jetzt $160. Das ist ja wunderbar. Also, Befehle? Befehle?
Ich schick sie mal hier hin. So, jetzt habe ich halt hier zwei Generäle drin. Eine ganz nette Armee. So, die sollte eigentlich reichen für Medium Lanum Blub Blub. Wo ist mein? Da ist meiner. Agenten entsenden. Behandeln. Also nee, nicht, ich will den da entsenden. Also kann ich den nicht entsenden? Suche nach Hinweisen. Ja. Nee. Also da muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen mich reinfuchsen. Genau, der ist jetzt da drin. Der ist da drüben. Das ist der, der aufgehalten wurde. Den könnte ich jetzt hier auch reinschicken, ja. Okay. Aber der ist jetzt hier drin. Okay, gut. Okay. So. Ich brauche halt Geld. Genau. Okay, die haben Pfähle, die haben Ställe und Händler. Okay. Man kann halt einen Agenten dann komplett einmurmeln. Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. So. Senatposten erhalten. Aha. Okay. Politik aktueller Status. Also der Senat ist alles gleichmäßig. Beim Volk sind wir ein bisschen besser dran. Okay. Anhänger bewegen. So, ihr seid da. Imperator, General. Warte mal. Stadtwache. Imperator, 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 General. Imperator, Herr. Imperator, Imperator, Herr. Imperator. Oh Gott. Ist ja gut. So. Da sind ja jetzt einige Generäle dabei. Okay, der ist ja wieder sauer. So, jetzt geht's da wieder aufwärts. Das ist ganz gut. Ich muss halt ja wirklich Geld verdienen, ne? Okay, der ist näher dran. Ich werde sofort mit ich muss den halt jetzt fragen, was eigentlich Sache ist. Krieg erklären. Britannien und Germanien. Okay. Meisterspion. Gefolge vergrößern sich. Was hat der Meisterspion? Dieser Mann kann meisterlich Informationen sammeln und andere überreden, für seinen Vorgesetzten zu spionieren. Nachlasse auf Kosten der Agenten ausbilden. Okay. Ja, Wunderbärchen.
So, es ist Winter. Ich find's schade, dass es nicht so einen schnellen Modus gibt wie bei Rome 2. Also es gibt einen sehr schnellen. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Also wenn man links klickt, dann ist es sehr, sehr schnell. Aber also so schnell, dass man den Weg zwischen Anfang und Ende nicht sieht. So. Handelsrechte, sag ich mal, und Karteninfo. Und erbitten Karteninfo. Würdet ihr erwägen, für 300 Denare, ich habe kein Geld, aber Handelsrechte, ja doch, also warte, warte, also Karten, einmalige Zahlung von 100. Genau. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Wir nehmen euer Angebot an, denn es ist großzügig und gerecht. Das ist sehr gut. Gut. Weil mit Handel bekommt man natürlich Moneten. Und das ist extrem wichtig. Sofort. Genau, und hier haben wir zum Beispiel hier nichts gesehen. Also, Weg blockiert. Ah, mir kam gerade, wenn hier eine Armee wäre, dann würde der ja blockiert werden und dann würden wir sie auch sehen. Also, ja. Wobei, wenn sie hier stehen würde und wir hier langsam vorbeigehen, dann würden wir sie sehen. Wenn wir schnell vorbeigehen, dann wissen wir nicht, dass sie da ist. Diplomatische Informationen will ich wissen. Die folgenden Seiten befinden sich nun miteinander im Krieg. Parthien und Seleukiden. Die Seiten haben ein gegenseitiges Bündnis. Makedonien, Thrakien und Seleukiden und Pontos. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Wo sind die Stadtwachen? Hier. So, sehr schön. Was bedeutet das? Achso, die wird automatisch verwaltet. Ah, weil da kein General ist. Bereit zum Hinterhalt. Wie zum Hinterhalt? Nö. So. Euer Ehren. Beim nächsten Mal schicke ich da meinen Agenten hin und erkläre denen den Krieg. Wir wollen es ja offiziell machen. So. Genau, hier Bilanz, Rundenbericht. Plus 3,6. Wie viel geben wir aus? Ja, 3,6 netto. Letztes Mal 2,9, 3,6. Mal schauen, wie viel wir jetzt bekommen, weil wir haben ja einen neuen Handelspartner. Bin ich mal sehr gespannt, weil an sich, warte, 3,6 hatten wir jetzt. Jetzt müssten wir eigentlich 4, würde ich jetzt schätzen. Kundenbericht, netto. Oh, 93. Ja, das ist ja nice, ne? Wieso nur 93? Nee, wir haben jetzt 900. 110, 93. Warum? Wir haben nichts gekauft. Handel 800. Ich hätte auf Handel achten sollen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Eine Runde. Okay, ja, jetzt müssen wir hier angreifen. Ich werde sofort mit Ihnen reden. So, also.
Angebot. Region angreifen. Warte, ist das Ariminum? Warte mal. Nee, Medialium, bla. So, Region abtreten. Aber nee, das geht gar nicht. Seite angreifen. Angriff gegen Seite anbieten. Erklärung. Kann ich denen nicht offiziell den Krieg erklären? Diese Schande. Okay. Es besteht keine Feindschaft zwischen euch und der Besitzer dieser Siedlung und den Besitzern dieser Siedlung. Wenn ihr nun angreift, wird dies als Kriegserklärung verstanden. Möchtet ihr dies wirklich? Ja, wir wollen ja hier weiterkommen. Auch wenn Gallien ein ziemlich großer Oschi ist. Also, sehr großer Oschi. Verfügbare Baukosten. Ist nicht erforderlich. Ja, machen wir mal so. Lagern. Okay. 6 Runden halten die aus. Du gehst mal hier rein. So. Das war Makedonien, ne? Ja. Okay, das heißt, ich gehe mal Richtung Athen und Sparta, die so nicht heißen hier, aber ich gehe da mal hin. Und du gehst mal jetzt weg und scoutest. Ja. Ja. Der klingt immer so ein bisschen so. Hey. So. Was ist was? Zu Diensten. Okay, der kommt jetzt natürlich nicht raus. Ja, ist ja klar. Krieg Haus der Julia gegen Gallien. Die sie zu besetzen. Das heißt, an sich müsste ich die jetzt schon einnehmen, aber das kann ich ja jetzt noch nicht. Darf ich ja jetzt noch nicht. Bericht über ungenutzte Ressourcen. Admiral. Untätig für 3 Runden. Dann hole ich den hierher und dann scoutet halt ein General von mir oder so. Geht ja auch. Und wir haben schon wieder überzogen. Wie ungezogen von mir. Ja, 35 Minuten. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir Mediolanum einnehmen. Der Rundenbericht noch kurz. Minus 20, ja, wunderbar. Diplomatisch. Oh. Ganz Gallien wird jetzt eingenommen. Ansehen beim Volk sinkt, das gemeine Volk hasst euch imbrünstig. Und es ist kaum eine Folge von Ereignissen vorstellbar, die diesen Zustand
verändern vermag, eine solche Ereignisfolge zu... Was? Wieso? Ach so, ja, weil ich das zu spät mache. Ja, gut. Ich musste mich um die Rebellen hier kümmern, hier. Ja. Oh. Flotte bereit. Ja, Kapitän. Aha. Imperator. Ja, okay. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.